Hi, herzlich willkommen an alle Girls, Gays, Non-Binary People und sonstige Leute, die meine Videos gucken möchten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Liz und willkommen zum heutigen Video. Ich bin vor kurzem mit ADHS und Autismus diagnostiziert worden. Ich werde es einfach bei Autismus belassen. Egal wo im Spektrum du bist im Spektrum, du gehörst dazu und lass dich nicht von irgendwelchen Labels verrückt machen, ist meiner Meinung nach die Ansicht. Allgemein erschweren Labels teilweise einfach nur unser Leben, anstatt irgendwas leichter zu machen. Deswegen, wenn du im Spektrum bist, bist du im Spektrum. Punkt. So, ja, ich bin 19 Jahre alt und sehr spät mit beidem diagnostiziert worden. So, zunächst würde ich einmal sagen, ich bin cool mit Selbstdiagnosen, also macht es ruhig, wenn ihr denkt, dass es richtig für euch ist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich ein sehr kontrollierter Mensch bin. Das heißt, wenn ich mich selber diagnostiziere mit irgendwas, habe ich stundenlang Arbeit da reingesteckt, jeden möglichen Test gemacht und allgemein mich so sehr informiert, dass ich denke, es gibt keine Berichte oder sowas, die ich mir ansatzweise schon angeguckt habe oder sonstiges. Deswegen, keine Ahnung, müsst ihr einfach für euch gucken. Es ist nicht einfach nur ein Gedanke. Habe ich auch wirklich keine Beweise, weil das ist das, was halt immer nervig ist. Aber kann ich mich irgendwie wieder in den Sachen sehen sozusagen. Ich habe definitiv Schwierigkeiten in sozialen Situationen. Also ich weiß halt einfach nicht, was ich machen soll. Und so ging es mir schon immer. Deswegen hatte ich halt nie eine richtige Zugehörigkeit. Keine Freunde, beziehungsweise nur eine einzige Freundschaft immer wieder. Und Freundschaft in Anführungsstrichen, das ist ein sehr großes Wort, ist mir aufgefallen über die letzten Jahre. Und nicht jeder ist ein Freund, mit dem du viel Zeit verbringst. Deswegen, ja, haben sich meine Freunde immer wieder gewechselt oder ich hatte gar keine die ganze Zeit. Ich war aber auch cool damit, einfach weil ich wusste, ich bin anders als die anderen und ja, hatte damit kein Problem. Also, um das klarzustellen, ich habe meine Diagnose wirklich erst vor kurzem bekommen, in meinem 19. Lebensjahr. Ich bin immer noch 19. Das heißt, meine ganze Kindheit wusste ich nicht, dass ich besondere Hilfe eigentlich brauche, die ich gerade nicht haben kann. Ich bin trotzdem irgendwie durchs Leben gekommen, mehr oder weniger. Und jetzt kommen halt immer mehr Probleme, je älter man wird und erwachsener man wird. Deswegen, ja, dachte ich, es wäre eine gute Idee, dieses Video zu machen, um vielleicht jemandem weiterzuhelfen, der in einer ähnlichen Situation ist wie ich oder auch nur ansatzweise. Diese Diagnose kommt nicht einfach aus dem Nirgendwo. Ich habe halt dafür gesorgt, dass ich eine kriege. Damit meine ich halt, dass ich meine Ärztin dazu gedrängt habe, alle möglichen Tests mit mir zu machen, damit sie mir halt glaubt, weil sie es vorher nicht getan hat. Ja, aber der ganze Gang mit den Ärzten und sowas, darüber kann ich nochmal irgendwann anders reden, weil das war viel und ich bin immer noch nicht fertig und es dauert halt einfach unnötig lange. Aber egal. Ja, wie äußern sich meine Schwierigkeiten sozusagen? Also ich habe Depressionen, aber es gab auch noch viele andere Komorbiditäten oder falsche Diagnosen, die halt einfach nicht komplett passend gewesen sind. Sowas wie Angststörung oder soziale Ängste. OCD, was ist das auf Deutsch nochmal? Eine Zwangsstörung? Ja, ich glaube eine Zwangsstörung. Ja, eine Essstörung. Schlafstörung, definitiv Schlafstörungen. Eine Dyspraxie, also Koordinationsschwierigkeiten. Es äußert sich so, dass ich sehr häufig, sehr, sehr häufig gegen alle möglichen Türrahmen laufe, jedes Mal die Treppe hoch oder runter falle. Und ja, es kann peinlich sein, aber es gehört dazu. So von daher, ich habe mich dran gewöhnt. Vergesslichkeit. Ihr geht irgendwo hin und ihr wisst nicht mal, warum ihr da hingegangen seid. Jeden Tag. Story of my life. Wird häufig gesagt, dass ich sehr tollpatschig bin. Ja, das stimmt. Ich bin tollpatschig, ich bin vergesslich. Also egal, ob ich Dinge vergesse, die ich halt eigentlich bräuchte oder egal, ob ich vergesse, wo ich etwas hinlege, was ich halt einfach wirklich brauche, gerade möchte, was auch immer. Ich suche sehr häufig zum Beispiel meine AirPods. Ich lege sie irgendwo hin und ich weiß nicht mehr wo. Komplett weg einfach. Ich kann mich gar nicht erinnern und ja, dann suche ich halt erstmal und es kann sehr lange dauern. Oder mein Handy, auch wenn es in meiner Hand ist. Ich habe Aphantasia, das heißt, ich kann mir Dinge nicht bildlich vorstellen in meinem Kopf. Ich kann nur Bilder abrufen sozusagen. Also egal von wem oder was, egal wie wichtig die Person mir ist oder das Objekt, ich kann es halt einfach nicht, ich sehe es nicht sozusagen. Ich muss mich nur an einen, ich brauche immer besondere Informationen, sage ich immer, wenn mir ja jemand sagt, dass ich mir etwas vorstellen soll. Stimmungsschwankungen. Ich würde nicht sagen, dass ich richtige Stimmungsschwankungen habe, sondern eher Schubs. Also zum Beispiel, ich habe einen schlechten Tag in Anführungsstrichen.
Und dann sehe ich eine Babykuh oder allgemein Kühe. Und dann bin ich happy. So, deswegen, ja, keine Ahnung. Begleitend dazu habe ich auch Alexithymie. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Also, ich kann Gefühle halt einfach nicht benennen. Es ist halt entweder so oder es ist halt nicht so. Und das war schon immer so. Das hat sich nicht über die Jahre entwickelt, sondern es fiel mir schon immer schwer, über Gefühle halt zu reden. Und auch jetzt, wenn ich es versuche, ich gebe wirklich mein Bestes, aber es ist halt teilweise einfach so, ja, und warum fühlst du dich so? Oder einfach nur, wie geht es dir? Ich sage nur noch wie immer. Ich habe es mir irgendwann angeeignet und ich bleibe dabei. Einfach wie immer. Wer nicht weiß, wie immer ist, dann keine Ahnung. Entschuldigung. Ich habe einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. So sehr, dass ich früher auch zur Polizei wollte. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und es dann gelassen. Ich bin extrem empathievoll. Also autistischen Menschen oder ASPs, wie ihr auch immer es nennen wollt, wird häufig nachgesagt, dass sie halt keine Empathie besitzen. Das stimmt meiner Meinung nach absolut nicht. Ich habe so viel Empathie, dass ich vegan bin, einfach weil ich nicht möchte, dass ein Tier wegen mir leidet oder irgendein Lebewesen generell. Hat einfach die Vorstellung, einem anderen Lebewesen Schmerz anzutun, durch meine eigene Hand, finde ich unertragbar. Geht einfach nicht für mich. Deswegen möchte ich das halt einfach nicht. Jeder, wie er möchte. Ich habe auch geplant, ein paar Rezepte-Videos zu machen. Einfach weil ich mich erstens für Ernährung interessiere und zweitens, weil es halt ein paar Lebensmittel gibt, die man meiden bzw. auf die man achten sollte, wenn man halt ADHS hat. Schwierigkeiten in der Organisation. Das ist auf jeden Fall. Also ich bin organisiert, aber meine Organisation sieht anders aus als bei anderen Menschen. Oder Schwierigkeiten halt Ordnung zu verstehen. Meine Ordnung, es könnte alles voll sein auf dem Schreibtisch. Und ich wüsste trotzdem, wo was ist. Und ich könnte dir sagen, welches Blatt welche Informationen enthält oder sonstiges. Und für andere Leute wäre es einfach Unordnung. Aber ist für mich nicht so. Ich habe einen Führerschein. Also ich kann Auto fahren. Ich bin zugelassen zum Autofahren. Tue ich auch. Wie das klappt, damit haben viele ESPYs ein Problem, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Darüber kann ich auch nochmal reden, weil das ist wahrscheinlich vielleicht für jemanden interessant. Sagen wir es so, ich bin sehr aufmerksam. Das heißt, ich kann zum Beispiel auf der Autobahn unterbewusst zählen, wie viele Autos vor mir sind, wie viele hinter mir sind und keine Ahnung, so komme ich halt nicht in Stress, weil es unterbewusst passiert. Aber genau dasselbe Unterbewusstsein benutze ich halt auch, um andere Leute zu analysieren und herauszufinden, was ich in bestimmten Situationen tun soll, obwohl ich keine Ahnung habe. Ja. Also es ist nicht, wie es oft dargestellt wird, dass Autisten sich hinsetzen und aufschreiben, was andere Menschen machen und das beobachten und nachmachen, sondern es passiert Unterbewusstsein. Man sieht jemanden etwas tun und man hangelt sich langsam so entlang, wie man es halt gelernt bzw. vorgelebt bekommen hat. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum meine Schwester mich früher gehasst hat. Sie hat immer ge gesagt, oh, du machst mir alles nach, du nervst so und bla bla bla. Ja, sorry. Jetzt wissen wir warum. Ich habe es immer abgestritten. Mir wird oft gesagt, dass ich sehr schnell spreche. Es tut mir leid, wenn dem so ist. Es gibt eine sehr coole Funktion auf YouTube. Ihr könnt die Videos einfach verlangsamen. Macht das gerne. Ich kann es leider nicht ändern. Sorry. Ihr könnt auch Untertitel anmachen. Vielleicht hilft Muster erkennen oder Muster sehen. Da gibt es sehr viele Dinge, die ich darunter verstehe. Also zum Beispiel, Astrologie ist für mich ein Zeichen und danach hangel ich mich halt lang. Also klar, in meinem Horoskop steht jetzt nicht, heute wirst du einen schlechten Tag haben und dann stelle ich mich darauf ein, einen schlechten Tag zu haben, sondern halt einfach, diese und diese sind die Eigenschaften von einem Stier, weil ich Stier bin. Anderes Thema, bevor ich wieder zu sehr darüber rede. Auf jeden Fall, Astrologie ist für mich halt echt so eine Erklärung für bestimmte Dinge und es trifft auch in den meisten Fällen zu. Ich habe gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass ESPYs teilweise halt einfach keine Emotionen, Reaktionen im Gesicht zeigen, aber dafür umso mehr mit den Händen hantieren. Das stimmt tatsächlich. Ich bin die ganze Zeit am Hände rumfuchteln, versuche es allerdings nicht zu viel und zu schnell zu machen, weil das einige Leute sehr stören kann. Generell versuche ich, so wenig Hintergrundgeräusche wie möglich zu erzeugen, damit niemand gestört ist von meinen Videos oder es schmerzhaft findet, es anzugucken. Nicht, worunter das genau fällt, aber motorische Schwierigkeiten, also egal ob grob oder Feingefühl, kann ich nachvollziehen. Also mir wird das häufig gesagt, aber finde ich jetzt nicht. Also ich kann es machen, aber es kostet sehr viel Anstrengung. Deswegen, natürlich ist es auf jeden Fall nicht.
Ich habe ein sehr großes Vokabular. Ich bin auch sehr schlau, es wurde getestet. Also ich bin schlauer als die gewöhnlichen Menschen. Ja, was mir das jetzt bringen soll, keine Ahnung. Ist halt so. Ich kann Augenkontakt nicht ab. Also ich gucke gerade in die Linse, aber das funktioniert nicht. Also egal wo ich bin, Vorstellungsgespräch oder sonstiges, ich gucke der Person nie in die Augen, sondern halt eher ins Gesicht. Ich versuche es zu bessern. Zum Beispiel gucke ich meiner Freundin ab und zu in die Augen, aber sie hat so schöne grüne Augen und das ist halt echt schwierig. Deswegen, ja, keine Ahnung, es ist schwierig. Nochmal zur Organisation und zum Vergessen. Papierkram kann sehr schwierig sein. Also egal, ob es was Positives ist oder Negatives, es kann halt erstmal einfach dauern, sich diesen Papierkram zu widmen, sich die Briefe anzugucken und danach halt auch wirklich zu arbeiten. Also sei es, ob du einen Strafzettel bekommen hast oder du geblitzt wurdest oder sonstiges, irgendwas noch einreichen sollst. Es kann halt echt hart sein und echt schwierig, das halt überhaupt zu machen. Und deswegen kann es sein, dass es sich antürmt. Es sehr schwierig fällt, teilweise zu sprechen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, einfach weil ich so sehr mit meinen Gedanken beschäftigt bin, dass ich halt alles, was ich sagen möchte, wirklich direkt. Und dass es halt deswegen sein kann, dass ich mich verspreche, nuschel oder sonstiges halt. Oder halt einfach viel zu schnell rede. Ich bin entweder hyperfokussiert auf eine Sache oder komplett abwesend. Also ich habe zum Beispiel eine Ausbildung als Bürokauffrau angefangen, musste aufgrund von Corona aufhören. Und ja, da habe ich zum Beispiel gemerkt, ich bin nicht anwesend, wenn meine Mitarbeiter über irgendwelche Sachen reden, die mich nicht interessieren, sei es ihre Kinder, was sie am Wochenende gemacht haben oder was sie sich noch kaufen möchten. Ich war halt einfach nie anwesend bei den ganzen Unterhaltungen, weil es ist nicht mein Business, es hat mich einfach nicht interessiert. Und ja, wenn man mich dann nicht direkt anspricht oder sonstiges, dann bin ich halt gar nicht da. Oder ich höre halt alles. Also wenn es mir irgendwie schwierig fällt, dann höre ich wirklich alles, egal ob jemand gerade Kaffee trinkt, zu sehr auf die Tastatur haut, irgendwo lang geht im Flur, wenn Leute lang gehen, das höre ich am meisten. Oder wenn man in einem Restaurant sitzt oder sonstiges, kann es halt einfach sein, dass ich genau dich nicht höre, obwohl du vor mir sitzt, aber was alle Leute drumherum sagen, ist sehr häufig schon vorgekommen. Viele Leute glauben das nicht oder tun so, als ob ich mir das ausdenke, aber es ist halt einfach wirklich so. Ich habe sehr gute Ohren und deswegen höre ich halt einfach das, was viele Leute nicht hören. Ja, also für die Espies unter euch, Kühlschrankgeräusche, Lichter, Glühbirnen, schlimm. Ich kann es nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, Meltdowns, Overloads, Reizüberflutungen, Wutausbrüche, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich kann ein Lied davon singen und sie äußern sich jedes Mal anders. Deswegen, ich wusste nicht, woher das kommt. Ich wusste, dass ich nicht aggressiv bin oder sonstiges halt vom Verhalten her. Also bin ich halt einfach nicht. Aber wenn es zu etwas kommt, dann versuche ich gerade herauszufinden, wie es dazu kommt und was davor halt alles passiert ist und was ich halt mache. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, ich kündige Dinge halt immer an. Das heißt, ich sage, lass mich in Ruhe oder es reicht jetzt wirklich oder was auch immer. Körpersprache kommt da manchmal auch. Ich mache es sehr häufig so. Wie der Emoji. Einfach weil man dann schon merkt, okay, ich muss etwas nochmal wiederholen oder was auch immer. Meine Selbstwahrnehmung ist anders, definitiv. Also ich weiß nicht, wie andere Leute denken, neurotypische Leute. Und neurotypische Leute wissen nicht, wie wir Espies denken. Und ich weiß nicht, wie andere Espies denken, weil jeder Mensch verschieden ist. Aber ich habe keine Ahnung, was in sozialen Situationen passiert, was ich machen soll oder sonstiges. Ich würde sagen, ich habe gute Menschenkenntnisse mittlerweile, einfach durch das ganze Masking und ich wusste nicht mal, dass ich am Masken war. Kommen wir zu ungewöhnlichen Dingen. Also zum Beispiel, das ist mir aufgefallen, als ich es nachgelesen habe. In meiner Kindheit habe ich mir häufig Dinge nicht erlaubt. Also ich habe mir selber Regeln gesetzt, sowas wie, okay, wenn ich das und das mache, also ich mache nur 50, ich mache 50 da und davon und dann darf ich das und das machen. Oder keine Ahnung was. Und ich dachte, das wäre normal, normales Kinderdenken, aber ich habe nachgelesen, dass es halt häufig bei Kindern mit ADHS vorkommt. Woher das kommt, keine Ahnung. Und wo ich es gelesen habe, auch keine Ahnung, weil ich sehr viel lese und Quellenangaben nichts für mich sind. Ich informiere mich wirklich so häufig, so viel, jeden Tag, egal wann und wo, egal ob ich Podcast lesen oder Filme und Serien. Ja,
Deswegen tut es mir echt leid. Wenn ich irgendwas sehr Gutes finde oder etwas sehr Gutes gesehen habe, dann kann es sein, dass ich es in der Infobox verlinke. Aber ansonsten Multitasking. 10 Dinge gleichzeitig tun. Das ist mein Spirit. Also damit meine ich nicht, dass ich wirklich die Dinge gleichzeitig tue, so wie ich jetzt gerade, keine Ahnung, Oreo-Kekse esse und Wasabi-Nüsse oder keine Ahnung, sowas meine ich nicht. Ich meine halt, ich weiß, ich möchte Wäsche waschen. Also gehe ich in den Keller, bei uns ist die Waschmaschine im Keller, und möchte Wäsche waschen. Auf dem Weg finde ich aber noch Geschirr, also nehme ich das Geschirr mit in die Küche. Dann gehe ich in die Küche, sehe dort ist ein Fleck oder sonstiges, dann mache ich den Fleck weg, merke ich habe Hunger, mache mir was zu essen, vergesse, was ich eigentlich überhaupt machen wollte und gehe dann wieder in mein Zimmer, um zu merken, oh, ich wollte ja Wäsche waschen. Sowas meine ich. Ob du es jetzt Multitasking bezeichnen kannst oder halt einfach Multi vergessen, mach was du willst. Oh, und ein kleiner Disclaimer. Ich habe Autismus. Ich habe keine Ahnung, wie andere Menschen ticken, denken, was auch immer. Und es ist mir vollkommen egal. Das heißt, wenn irgendjemand einfach nur grundlos hatet, ist es mir egal. Deswegen sieh selber zu, ob du deine Energie und Zeit hier gerade reinstecken möchtest, um irgendwas Dummes zu schreiben oder ob du konstruktive Kritik bzw. Fragen da lassen möchtest. Ja, so oder so ist es mir halt einfach nicht wichtig. Tut mir ganz ehrlich leid. Und ich bin auch kein Arzt oder sonstiges. Ich habe meine Diagnosen. Ich bin cool damit. Aber wenn irgendwas mit euch sein sollte, solltet ihr auf jeden Fall immer auf euch selber hören, egal ob es um mich geht oder eure Familie oder sonstiges. Hört immer auf euch selber und informiert euch selber und tut das Richtige für euch, aber ja, nur so als Info. Impulsives Denken und Handeln gehört definitiv auch noch mit auf die Liste. Das kann sich bei jedem Menschen verschieden äußern, sei es darum, beim Einkaufen sehr viel Geld auszugeben, unnötige Dinge zu kaufen, generell Süchte zu entwickeln. Also egal, ob es eine Drogensucht ist, Alkohol ist eine Droge für die Leute, die es nicht wissen. Und jeden Abend ein Gläschen, was zur Routine gehört, kann sich sehr schnell in eine Sucht entwickeln. Deswegen ist es sehr gefährlich und man muss sehr gut aufpassen. Auch wenn Alkohol in der Gesellschaft sehr verharmlost wird, es ist gefährlich. Und es ist gefährlicher als andere Drogen, nachweislich. Ja, so viel dazu. Also man kann sehr schnell Süchte entwickeln und ich denke auch bei ESPYs und Autisten oder bei einfach, wenn du beides hast, ist da nochmal viel mehr Vorsicht geboten, einfach weil du dich in Dingen so schnell verlieren kannst und Dinge für dich halt einfach schnell zur Routine werden können, sollte man da sehr gut aufpassen. Hi, kurzer Zwischenschnitt, anderer Tag. Hi, sorry. Ich wollte noch einmal nachfragen, eventuell kennt ihr das ja auch, das habe ich nämlich auch gelesen, dass ESPYs sehr häufig Magenprobleme haben oder generell, also Komorbiditäten habe ich ja angesprochen, aber sehr häufig Magenbeschwerden und ich zum Beispiel war mein ganzes Leben lang, seitdem ich klein war, immer wieder im Krankenhaus wegen Bauchschmerzen und es wurde nie eine Ursache gefunden. Und ich glaube, ich war das erste Mal mit 8 beim Frauenarzt, weil ein Ultraschall gemacht worden ist, einfach um zu gucken, woher diese Bauchschmerzen kommen. Und ja, das letzte Mal war ich mit 17 im Krankenhaus, glaube ich, wurde immer noch keine Ursache gefunden. Und ja, wollte nur mal nachfragen, ob es noch so jemanden geht. Oh, und ich sage hier gar nicht wie andere YouTuber. Like das Video, teilt das Video, kommentiert das Video. Nein, aber ehrlich, wenn ihr irgendwie findet, dass das Video hilfreich ist oder dass es jemanden interessieren könnte, teilt das Video sehr gerne oder gebt meinen Namen weiter, was auch immer. Ja, vielleicht hilft es jemandem. Das würde ich cool finden. Bye. So, das wäre alles von diesem Video. Ich hoffe, ich kriege hier irgendwie noch Struktur ein beim Schnitt. Ja, ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch gewesen ist. Oder auf Telonym, wenn es euch nicht wohl ist, irgendwas im Internet preiszugeben von euch, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich hoffe, diese Videos helfen irgendjemanden ansatzweise, damit sich selber besser zu verstehen oder halt den Dingen, die er fühlt, einen Namen zu geben oder die er erlebt und nicht fühlt, einen Namen zu geben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video oder auf Instagram. Ciao, ciao!